haben inzwischen schon ewig viele Punkte Abstand auf den ersten. 8 Punkte. Nicht auf den ersten. Nein, jetzt erstes. Ich hab schon lang aufgegeben. Ja, Bellamy. Den haben wir jetzt immerhin wieder. Ein gutes Zeichen. Bellamy kommt nämlich für Henderson rein. Und Gerard kommt natürlich für Adam. Ich muss das mal in die Grundeinstellung einstellen, dass Gerard für Adam spielt. So, Lescott, Savage, Touré. Einige Lescott und Touré, sagen wir. Ist ihnen wichtig. Savage ist, glaube ich, eher weniger wichtig. Ein Tor von Suarez wird prophezeit in der Arena. Mal sehen, ob das auch dann stimmen wird. Manchester City, mit dem ich... Oh Gott. Hört sich gleich mal wieder jemand auf. Siehst du schon, dass sie jetzt super laufen. Das Orakel kann ja auch nichts. Schöner Pass auf jeden Fall mal von Jose Enrique. Downing. Nicht gefährlich. Nicht wirklich gefährlich. Ich bleib einfach stehen. Ich tu nichts. Okay, schade. Kann alles mal klappen. Ich meine, es hat ja schon mehrfach geklappt, aber der Treffer kam dadurch auch nicht. Weil Pennant und Suarez diese Chancen verbockten. Komm! Ich kann kein Kopfball spielen. Das ist einfach mein absolutes Problem gegen Weltklasse, weil die halt hauptsächlich über Kopfballspiel spielen. Zumindest fast alle Mannschaften spielen so. Ich komme halt damit überhaupt nicht klar. Ist einfach so. Man kann wirklich nur hoffen, dass ich nächstes Jahr noch in diesem Verein Trainer sein darf. Weil so, wie das gerade hier läuft, ist es kaum zu glauben. Natürlich war das ein Foul, wo auch immer da bitte schon das Foul gewesen sein soll. Es war ein Foul. Ein nicht erkennbares Foul. Und ich habe ein Kopfballduell gewonnen und daraus wird doch gleich mal was. Zumindest eine Balleroberung. Und ein Run von Luis Suarez, was halbe Feld. Und dann letztendlich eine Parade von Gerard, ja, ein gehaltener Ball von Gerard, was besser. Ich glaube, ich habe ganz vergessen, diesen Part zu splitten. Och, so ein Scheiß. Ich bin aber auch manchmal ein wirklicher Depp. Vor allem, wenn ich sauer bin, vergesse ich einfach mal alles zu machen. Aber wirklich alles vergesse ich dann immer. Zum Glück habe ich es jetzt früh gemerkt. Ich glaube, es ist so gut wie nichts weg. Aber ich vergesse natürlich immer meine Parts zu splitten. Ach, ich bin ein Dummkopf. Ein Dummkopf bin ich. Ein ganz elender Dummkopf. Aber zum Glück merke ich sowas immer sehr früh. Total. Ich bin ein elendiger Dummkopf, ein Dummkopf. Vor allem, wenn ich sauer bin, dann vergesse ich einfach mal alles. Dann vergesse ich alles, was ich tun wollte. Alles. Dann vergesse ich, den Part zu splitten. Dann vergesse ich wirklich alles. Ja, also man kann es so stehen lassen. Ich vergesse wirklich alles. Wenn ich total übelst, übertrieben, genervt, sauer bin. Ach.
Das bin ich ja nun mal gerade. Und das finde ich meiner Meinung nach auch zu Recht. Aber nicht wegen dem letzten Spiel, sondern wegen dem vorletzten Spiel. Weil das einfach mal so kacke war. Es ist nicht mehr feierlich. Und ich hätte irgendwie auch gerade gerne mal wieder den Ball. Es ist halt irgendwie so ein Verlangen von mir, in einem Fußballspiel auch mal den Ball zu haben. Geht doch. Ich hatte den Ball. Und ich behielt ihn sogar. Und es brachte vielleicht sogar eine Chance raus. Mal sehen. Bellamy ganz, ganz schwach. Man sollte eigentlich beidfüßig sein. Dachte ich. Ich dachte, Bellamy wäre beidfüßig. Sonst könnte er ja nicht LF und RF spielen. Aber anscheinend ist er das nicht. Weil sonst hätte er diese Kugel immerhin einigermaßen in die Nähe des Tor bringen können. Ganz schwach von Downing, der sowieso nur eine Gammelsaison spielt. Also, okay, er macht gut Vorlagen teilweise, aber er muss halt auch ab und zu mal was reißen. Ecke. Pennant holt eine Ecke raus. Steht auch 0-0. Das ist das Gute. Das Schlechte. 0-0 bringt mir nicht viel. Vor allem meine Kopfbälle sind halt einfach nur schwach. Bist du wirklich gut? Was sich mein Spieler dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht so ganz. Erste Halbzeit vorbei. Ich habe mal wieder zu der Verbände zu splitten. Naja, ich bin ein. Nein. So ist das halt. Das ist ein tolles Spiel in der ersten Halbzeit. Das ist total langweilig. Er versucht zwar immerhin mal nach vorne zu spielen, aber er gibt mir halt kaum die Kugel. Und die Chancen. Und er kann halt auch. Also, Man City kann halt auch kaum Chancen konfigurieren. Naja. Wie gesagt, ich bleib dabei. Ich habe so das Gefühl, wenn das hier so weitergeht, dann bin ich nicht mehr lange bei dem Verein. Und Tevez, ja! Ich hasse es. Ich hasse es doch einfach nur. Warum läuft das manchmal so scheiße? Ich weiß es nicht. Warum? Womit habe ich es verdient? Und warum ist hier niemand da? Das ist, habe ich. Ja, komm! Macht Sinn! Natürlich! Es macht keinen Sinn! So simpel. Och, mein Gott! Downing kann treffen. 1-2. Das ist gerade wirklich wichtig. Jeder kleine Treffer ist jetzt gerade einfach nur seelisch wichtig. Weil ich mich gerade ganz schön verarscht fühle von diesem Spiel.
Aber ganz ehrlich, wer fühlt sich das nicht manchmal? Ja, ist klar, Tevez, du Stinksack. Das lief alles viel besser in meiner Saison. Weil hier habe ich halt einfach nur Pech. Ist McGeady, Bellamy hat sich auch eine halbe Saison verletzt. Immerhin, ich gebe es nicht auf hier. 2-3. Suarez trifft endlich auch mal wieder. Es tut gerade alles einfach gut. Es ist gerade alles wichtig, damit hier vielleicht sogar noch was gerissen wird. Ein Punkt wäre jetzt gerade einfach nur verderbe wichtig für mich, damit ich mich jetzt hier gerade nicht vollends verliere in diesem Scheiß hier. Wie läuft Suarez da? Keine Ahnung. Ball gespielt. Schön, Skrittel. Gerard hier an der Außenseite nochmal. Der gibt auf Bellamy. Der kann noch einiges laufen. Downing. Pennant. Er zieht da rein, wird da aber abgebremst. Gibt's Elfmeter oder? Ja, es gibt Elfmeter. Und Gerard macht rein. 3-3-3-3. Geht doch. Das ist endlich mal wieder ein Spiel, wo ich wirklich sagen kann, ja, da hatte ich auch mal ein bisschen Glück. Aber wie viel Glück ist, kann man auch erst sagen, wenn das Spiel vorbei ist. Ist schon alles passiert. Ja, shit happens. Abstoß. Checo kommt rein. Der Stinker Tevez ist nicht mehr da. Weit von Hart jetzt hier. Nochmal Spannung. Was macht Pennant da? Hat er gedacht, er steht im Abseits und läuft zurück. Aber genau in dem Moment, wo ich halt gerade zu ihm passen wollte, und er stand, glaube ich, soweit ich das richtig gesehen habe, nicht im Abseits. Dumm gelaufen. Missverständnis, würde man es auch nennen. Noch ist alles drin. Noch ist alles drin. Nicht mit mir. So deppig verliere ich nicht den Ball. Nicht in der letzten Minute. Lukas Leiber. Für solche Momente braucht man einen Lukas Leiva. Gerard. Ja, verzieht. Spiel vorbei. 3-3. Gegen Man City. Ja. Okay. Ist okay. Ist jetzt so. Kann man jetzt auch nichts mehr machen. Wir rutschen auf Platz 12 wieder hoch. Wir motivieren die Mannschaft mal ein bisschen. Mehr Konstanz will ich haben. Damit ich es nicht wieder vergesse, wechsle ich jetzt hier noch. Gerard kommt rein. Adam. Bellamy. Rodriguez und Bellamy spielen für Anderson. So, dann beim nächsten Mal gegen Fulham. Okay? Ciao.